Nächster Halt, Kiel. Der Infocast Kiel. Hallo und herzlich willkommen zum Kieler Infocast. Mein Name ist Sascha Nossol und ich fasse heute für euch die Lage in unserer Stadt zusammen. Lasst uns direkt einsteigen. Kiel in 100 Sekunden. Der Arbeitskreis Europa Internationales der CDU-Landtagsfraktion war am Montag in Kiel zu Gast. Staatssekretär Wilfried Klenk und die Landtagsabgeordneten wollten sich ein Bild machen von der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Katastrophenschutz. In Kiel waren sie da genau richtig. Hier hat das gemeinsame Zentrum für deutsch-französische Polizei- und Zollzusammenarbeit im Nordgebäude der Großherzog-Friedrich-Kaserne seinen Sitz und die Feuerwehren von beiden Rheinseiten kooperieren bereits seit Jahrzehnten. Bevor die Abgeordneten auf dem deutsch-französischen Feuerlöschboot Europa 1 mit Feuerwehrkommandant Viktor Lier eine Runde drehten, hörten sie Oberbürgermeister Wolfram Britz zu. Der nutzte die Gelegenheit, um die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung anzusprechen. Wenn die komme, solle die Einrichtung einer Grenzzone geprüft werden, schlug er vor. Denn die hohe Dichte an Geldspielautomaten und Tabakläden in Kiel zeige, wie sich komplett unterschiedliche gesetzliche Regelungen im Grenzraum auswirkten. Das gemeinsame Gästeführerprogramm der Kiel Marketing und des Vereins Kieler Gästeführer steht fest. Es umfasst mehr als 30 Führungen. Die Organisatoren können dieses Jahr mit 2 neuen Führungen aufwarten. Dr. Stefan Woltersdorf zeigt allen Interessierten das restaurierte Kieler Festungsmodell in der Stadthalle. Anschließend führt er bei einem gemeinsamen Stadtrundgang zu verschiedenen Orten im Stadtgebiet, an denen die im 17. Jahrhundert errichtete Festung von Sébastien de Prestre de Vauban Spuren hinterlassen hat. Wenn ihr bei der Erstausgabe dabei sein wollt, habt ihr am Dienstag, 16. Mai ab 16 Uhr Gelegenheit dazu. Anschließend führt er bei einem gemeinsamen Stadtrundgang zu verschiedenen Orten im Stadtgebiet, an denen die im 17. Jahrhundert errichtete Festung von Sébastien de Prestre de Vauban Spuren hinterlassen hat. Wenn ihr bei der Erstausgabe dabei sein wollt, habt ihr am Dienstag, 16. Mai ab 16 Uhr Gelegenheit dazu. Eine echte Überraschungstüte ist die zweite neue Gästeführung quer durch Straßburg abseits üblicher Pfade. Denn wo die abseitigen und unüblichen Pfade liegen, erfahren die Gäste erst während der Führung. Die erste Gelegenheit dabei zu sein, habt ihr am Donnerstag, 27. März ab 18 Uhr. Welche Gästeführungen es sonst noch gibt und alle weiteren Infos findet ihr auf kiel.de. Eine schöne Überraschung ist kürzlich im E-Mail-Postfach der Kiel Marketing gelandet. Der Hanauer Landmarkt wurde für den Kuckuck Award 2023 in der Kategorie Fest des Jahres nominiert. Kuckuck Award? Das ist ein Preis der Schwarzwald Tourismus GmbH. Wichtig für eine Nominierung ist der regionale Bezug und dass die Veranstaltung kontinuierlich weitergeführt wird. Kriterien, die der Hanauer Landmarkt allesamt erfüllt. Die Preisträger der einzelnen Kategorien werden per Online-Abstimmung ermittelt. Bis Sonntag, 23. April, können Teilnehmende abstimmen. Den Link findet ihr auf www.kuckuck-award.de. Oder ihr schaut ganz einfach am Donnerstag auf kiel.de vorbei. Dort findet ihr den Link dann unter den Stadtnachrichten. Der Marktplatz bleibt am Samstag ab 20.30 Uhr für eine Stunde lang dunkel. An diesem Tag ist die Earth Hour. Weltweit werden in verschiedenen Städten und Gemeinden die Lichter gelöscht, darunter auch in Kiel. Mit der Aktion möchte der WWF ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Natürlich können sich auch Kehlerinnen und Kehler an der Aktion beteiligen und ab 20.30 Uhr in den eigenen 4 Wänden für eine Stunde das Licht ausschalten. Genauer beleuchtet. Wahrscheinlich leben mehr Menschen in Kiel als beim Einwohnermeldeamt registriert sind. Das zumindest legen die Kennzahlen nahe, die 29 Erhebungsbeauftragte im vergangenen Jahr im Rahmen der Zensus genannten Volkszählung erhoben haben. Bestimmt erinnert ihr euch. In jeder Stadt wurde eine vom Statistischen Landesamt festgelegte Zahl an Haushalten und Wohnheimen daraufhin überprüft, wie viele Menschen dort tatsächlich leben. In Kiel waren das 547 Haushalte und 6 Wohnheime, die von den 29 Freiwilligen kontaktiert wurden, die zuvor vom Leiter der städtischen Zensuserhebungsstelle Adrian Krieg und seiner Stellvertreterin Dr. Simone Bijar geschult worden waren. Statt der zu erwartenden 3.708 Personen haben die Erhebungsbeauftragten 3.861 Menschen angetroffen, also 153 mehr. Weil es sich um eine Stichprobe handelte, werden diese Kennzahlen vom Statistischen Landesamt nun hochgerechnet und damit die für Kiel gültige Einwohnerzahl ermittelt. Die Einwohnerzahlen der Städte im Land sollten eigentlich im November vorliegen, werden nun aber wohl frühestens im Januar 2024 bekannt gegeben.
Bei der Stadt ist die Arbeit in der Erhebungsstelle, die im Dezember 2021 begonnen hatte, seit Januar abgeschlossen. 26.000 Blatt Papier wurden verbraucht. Aufeinander gestapelt wäre der Papierberg stattliche 2,70 Meter hoch. So viel Papier, Adrian Krieg, hätte der Fragebogen denn nicht einfach online ausgefüllt werden können? Doch, natürlich war das möglich. Und 3/4 der Befragten haben diese Möglichkeit auch genutzt. Nur 765 Fragebögen wurden tatsächlich in Papierform bei uns eingereicht. Und wofür war dann das ganze Papier? Wir mussten Infoblätter rausgeben und schließlich 2025 Personen anschreiben, um sie daran zu erinnern, dass sie auskunftspflichtig sind. In 301 Fall mussten wir sogenannte Heranziehungsbescheide erlassen, nachdem weiterhin keine Angaben gemacht wurden. Schließlich verhängten wir gegen 81 Personen ein erstes Zwangsgeld und gegen 23 auch noch ein zweites. Und wie ging es dann weiter? Am Ende wurde nur ein Zwangsgeld tatsächlich fällig. Die übrigen Einwohnerinnen und Einwohner haben die Fragebögen bei uns ausgefüllt oder sind in der Zwischenzeit weggezogen. Das klingt nach harter Arbeit für die Erhebungsbeauftragten. Nein, glücklicherweise nicht. Die Erhebungsbeauftragten haben überwiegend gute Erfahrungen gemacht. 94% der zu befragenden Männer und Frauen wurden angetroffen. Auch in den Wohnheimen lag die Quote noch über 85%. Den Interviewern wurde ein Glas Wasser oder ein Kaffee angeboten. Einer wurde sogar zu einer laufenden Geburtstagsfeier eingeladen. Das Fazit der Aktion Zensus in Kehl ist also positiv? Absolut. Die Erhebungsbeauftragten haben einen tollen Job gemacht. Akribisch und so schnell gearbeitet, dass wir überpünktlich fertig waren und unsere Unterlagen an das Statistische Landesamt liefern konnten. Der Zensus ist längst nicht in allen Städten so gut gelaufen wie bei uns. Besten Dank, Adrian Krieg. Wer wissen möchte, was die Erhebungsbeauftragten noch herausgefunden haben und was sie bei ihrer Arbeit erlebt haben, ihr könnt es auf kehl.de nachlesen. Kehl erleben. Für Kinder ab 5 Jahren gibt es am Dienstag, 28. März in der Stadthalle ein Figurentheater über echte Seefahrer zu sehen. In Captain Knitterbart und mehr erzählt die Puppenparade Ortenau um 9 Uhr die fantasievolle Geschichte des titelgebenden Piraten, dem Schrecken aller Meere. Reservierungsanfragen könnt ihr per E-Mail an kulturbüro@stadt-kiel.de senden. Musikerinnen und Musiker, aufgepasst! Am Sonntag, 26. März, findet um 17 Uhr wieder der Sunday Jam im Kulturhaus statt. Hier könnt ihr mit gleichgesinnten Künstlern und Kreativen gemeinsam jammen, an euren eigenen Stücken feilen oder aber ganz neue Songs entstehen lassen. Instrumente und Verstärker werden euch bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Ihr könnt spontan vorbeikommen oder euch per Mail an kulturbüro@stadt-kiel.de melden. Instrumente und Verstärker werden euch bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Ihr könnt spontan vorbeikommen oder euch per Mail an kulturbüro@stadt-kiel.de anmelden. Obacht, Iconvos. Das behauptet zumindest die niederbayerische Kabarettistin Theresa Reichel in ihrem gleichnamigen Programm. Am Donnerstag, 23. März, will sie dies um 20 Uhr im Kulturhaus unter Beweis stellen. Im Rahmen ihres Programms stellt sie dabei die wirklich wichtigen Fragen. Wie zum Beispiel, warum denken immer noch Leute, dass auf dem Dorf eh alle verwandt sind? Wie ist das Aufwachsen in einem 400-Seelendorf, wenn alle den großen Bruder kennen? Und was denken berühmte Bands, wenn ihre Fans hässlich sind? Karten bekommt ihr bei den üblichen Reservix-Vorverkaufsstellen oder auf kehl.de/kultur. Und zum Schluss? Zum Abschluss des Infocasts geht ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer raus. Wünsche, Ideen und Anregungen könnt ihr per E-Mail an pressestelle@stadt-kehl.de schreiben. Vorbeischauen bzw. hören lohnt sich. Sascha Nossol, der Infocast Kehl.